Oh, mit. Da hängt die Melone. Wassermarsch! Also in Deutschland regnet es ja nur, ne? Das war der Sommer. Ein Schwenk in den Himmel. Ich weiß nicht, 20 Grad. Regen, 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 Regen. Aber in den Gewächshäusern muss man halt gießen. Ne? So, auf geht's. Lass uns gucken. Müssen nur noch rot werden. Und schau mal hier. Alles voller Paprika hier. Siehst du das? Mhm. Und jetzt komm, guck. Hier hoch, guck. Alles voll. Und pass auf, was ich entdeckt habe. Komm mal mit. Da hängt die Melone. Wow, wie krass. Cool, ne? Also, es ist gutes Wachswetter. Da haben wir ja schon rote. Wenn wir ernten. Was? So, ich geh mal rein, ne? Tschüss. Boah. Wow. Schön, ne? Lecker Schmecker, Gurkensalat. Macht sie das nicht toll? Ja, auch die nehmen wir. Auch die nehmen wir mit, natürlich. Was ist denn los? Ja, die Zucchini brauchen wir noch. Na, wir haben ja noch drei, ne? Sehr schön. So, nochmal Nahaufnahme. So. Mm. Jetzt holen wir noch die Tomaten. Haben wir da? Ach so. Ja, ja. Ich folge dir unauffällig. Ja, folge nicht. Lass mal ja ablegen. Das ist ja Wahnsinn. Schau, schau. Schau, schau, schon schone. Was ist das für eine Sorte? Das ist eine seltene Sorte, die heißt, das ist eine große Fleischtomate. Mm. Und die heißt Elefant. Warum passt auch immer. Aber die schmeckt sehr gut. Ja, die reift jetzt zu Hause noch ein bisschen nach und morgen können wir die essen. Mhm. Was ist das? Ja, aha, Lilly Schnauze, ja, aber die Blume. Mhm. Alle wollen satt werden? Ja. Da, ganz viele. Das ist die Raupe vom Kohlweißling. Mhm. Also ein weißer Schmetterling. Und da wir hier schon abgeerntet haben, lassen wir den Rest für die Natur, weil wir brauchen die Insekten. Richtig. Ne? So. Jetzt nach Hause. Auf geht er. So, auch das ist Natur. Seht ihr ihn? Ein kleiner Spatz. Das ist noch ein Baby. Der kann noch nicht fliegen. Ich weiß nicht, wo der her ist. Aus irgendeinem Nest rausgehüpft. Aber der schafft das. Der sieht gut aus.